Und das müssen Sie auch nur machen für die auffälligen Dinge. Ja, also, das, also wenn Sie mal schnell drüber, Sie haben monatelange Übungen, Sie schauen da mal schnell drüber, plötzlich sagen Sie, ach komisch, wieso haben wir jetzt so einen hohen Materialverbrauch, dann hohen Laborbedarf, Verbrauch und sonstiges. Und sagen Sie, ich hätte mal gerne Wertenachweis. Und dann schauen Sie die verschiedenen T-Konten durch, die dahinter stecken. Okay. Und dann stehen da die einzelnen Buchungen drin. Und deshalb bin ich auch so ein Fan davon, dass man dieses Grundprinzip der Buchhaltung mit Soll und Haben versteht, nur das Grundprinzip, damit, wenn man ein solches Konto vor sich liegen hat, dann auch weiß, was heißt denn das, wenn da jetzt was auf der Soll-Seite oder auf der Haben-Seite auf einem solchen T-Konto steht. Ja? Jetzt ist bei mir gerade noch ein Licht aufgegangen. Also das bedeutet, wenn ich zum Beispiel jetzt den Monat, Sie haben es gerade gesagt, ich nehme jetzt mal den Oktober, da habe ich normale 10.000 Euro, das ist das, was ich jeden Monat habe. Jetzt habe ich im November aber plötzlich 15.000 Euro auf meinem Personalkonto. Warum? Dann überlege ich mir, was ist denn da los? Ist da eine Fehlbuchung? Jetzt muss ich plötzlich etwas... Und dann müssen Sie tiefer rein. Dann muss ich tiefer rein und sehe, dass vielleicht das Weihnachtsgeld schon gezahlt worden ist. Oder was auch immer dabei rauskommt. Anteilige und dann kann ich... Fehler sind oder Besonderheiten, die richtig gebucht wurden, aber halt passiert sind. Das ist ja das Schöne. Auf die Art und Weise hat man immer einen Überblick, was in der eigenen Firma passiert. Okay. Ja? Also das ist die eine Antwort. Und die zweite war die Vergleichbarkeit. Ich weiß es jetzt für mittelständische Unternehmen, dass zum Beispiel DATEV, und vielleicht haben es andere auch, will da keinen bevorzugen, aber die haben oder hatten, ich glaube, das gibt es auch noch, bundesweite Vergleiche. Das heißt, die kennen ja die ganzen BWAs. Und da müsste es, ja, gibt es sicher noch, Muster-BWAs, Durchschnitts-BWAs von Branchen. Nach Regionen, bundesweit aufgegliedert und so weiter. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt für Ärzte, für medizinische Versorgungszentren existiert. Das wäre aber mal eine Anstrengung wert, mal zu fragen bei der Steuerberatung, gibt es so Standards-BWAs für meine Branche, vielleicht für meine Branche in meiner Region, in meinem Bundesland oder in meinem Fachbereich. Und dann mal diese Durchschnitts-BWA sich zu nehmen und eben die eigene zu legen. Ja, ist vielleicht ja auch etwas, was wiederum für einen spezialisierten Berater, Steuerberater in dem Bereich spricht, weil der sicherlich eher auf solche Zahlen auch zurückgreift, beziehungsweise der diese Vergleiche ja eigentlich in der Beratung auch mit einfließen lassen müsste, um zu sagen, dass man auf du liegst im Vergleich zu deiner Branche so oder so, also dass wir sowohl als auch den Vergleich hätten. Genau, und inwieweit das aber jetzt, da würde ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, das müsste man dann abprüfen, weil ich da in diesem Spezialbereich dann auch nicht so tief drin bin bei den Steuerberatern, ob das jetzt, inwieweit das jetzt für medizinische Heilberufler vorliegt und in welcher Ausprägung, das weiß ich nicht. Mein Tipp, fragen Sie einfach mal. Wenn es nichts gibt, ist Pech, und wenn es was gibt, dann freuen Sie sich. Fragen hilft immer, da haben Sie recht. Herr Rühl, wir kommen langsam zum Ende. Ich möchte natürlich nochmal die Gelegenheit ergreifen, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe da großes Interesse, ein bisschen mehr zu diesem Thema zu erfahren. Der möchte sich gerne an Sie wenden. Wie kann er das tun und welche Möglichkeiten haben wir? Also Internetseite, E-Mail-Adresse. Wir würden Ihre Kontaktdaten gerne in die Shownotes unten bringen, sodass, gibt es irgendwas, wo man sich speziell an Sie wenden kann? Also freue ich mich natürlich immer drüber, über Interessenten, vielen Dank, klar. Also einmal meine Webseite hprühl.de, können Sie in die Show Notes packen. Ja. Es gibt auch einen kostenlosen Podcast von mir, der ist schon sehr ausführlich, der geht in mehreren Folgen, insgesamt über 6 Stunden, und erklärt kostenlos dieses System der doppelten Buchführung mit Sollen haben. Ich habe ein interaktives Lehrbuch, das läuft auf Mac und iOS-Rechnen. Das ist erst seit ein paar Monaten am Markt, das heißt Buchen lernen, in einem Wort geschrieben. Es gibt auch eine App mit dem gleichen Namen, auch für iOS und Apple. Und ich biete, das ist dann wieder plattformübergreifend, auch Webinare an, auch ein 2-stündiges speziell Rechnungswesen für Mediziner. Das kann man dann online machen. Okay. Und da ist auch so ein bisschen mein Hobby in den E-Learnings und E-Trainings, etwas zu tun mit Webinaren, Apps, Podcasts und so weiter. Also wer da Spaß und Interesse hat, freue ich mich über Kontaktaufnahmen. Okay, das ist sehr toll. Wertvoller Hinweis, packen wir selbstverständlich gerne in die Shownotes. Und gerade wenn es jetzt speziell auch noch für Mediziner ist, Rechnungswesen für Mediziner, dann glaube ich, werden wir diese Dinge, wie gesagt, verlinken. Und diejenigen, die sagen, wir möchten gerne direkt mit Herrn Rühl in Verbindung treten. Sie haben ja gerade auch gesagt, der Podcast ist sogar umsonst. Also den kann man sich auch mal reinhören und vielleicht noch mal so ein bisschen einfach Spaß an diesem Thema zu bekommen und sich einfach mal mit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, mit der Auseinandersetzung kommt ja oft auch die Lust auf ein bisschen mehr. Ne? Also ich habe es gehört, das ist sehr, sehr schön. Und ich, so sind wir ja letztendlich auch zusammengekommen. Und
Ich finde, es ist ein sehr, sehr lohnender Beitrag hier für unsere Gemeinschaft. Herr Rühl, die letzte Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist so ein bisschen in die Zukunft geblickt. Einmal natürlich, was Ihr Thema angeht, aber auch grundsätzlich aus Ihrer Sicht, wo entwickelt sich der Markt der Mediziner hin? Also die Medizintechnik, alles, was damit zu tun hat. Wo steht Deutschland und der Medizinermarkt in 10 Jahren? Oh ja, da sind Sie 100-mal mehr der Profi als ich. Ich komme aus dem Rechnungswesen und nicht aus dem medizinischen Bereich. Ich kann es daher nur sagen, was ich generell beobachte. Und ob das dann für die Medizinbranche, da müssen Sie... Ja, natürlich. Aber darum geht es ja, einfach mal eine Meinung zu hören, genau. Also fangen wir an mit dem Thema E-Learnings und E-Trainings, das Digitale, was ich seit Jahren mache. Die App ist zum Beispiel 7 Jahre jetzt alt, der Podcast schon noch älter, ja. Ich habe immer gedacht, das müsste schon lange am Markt viel stärker nachgefragt werden. Das hat also sehr lange gedauert. Ich merke jetzt erst, dass das kommt. Das heißt, ich glaube, wir sind einfach ein bisschen hinten dran, was Digitalisierung angeht, wenn man es jetzt mal vergleicht mit USA, mit Asien und anderen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das im medizinischen Bereich nicht anders ist. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Da denke ich, dass hier der größte Augenmerk liegen muss, dass man sich sehr schnell mit diesen nicht nur Nachteilen, auch den Vorteilen der Digitalisierung intensiv auseinandersetzt. Ich denke, das wird in allen Bereichen des Lebens und damit auch der Medizin massiv kommen. Okay. Wenn ich das aufgreifen darf, ich bin da bei Ihnen. Ich glaube nur, dass, und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum viele Dinge noch nicht so umgesetzt sind, wie man sich es eigentlich vorgestellt hat. Also weil das technische Wissen auf der einen Seite ist ja da. Und Sie haben ja gesagt, Sie haben diese Plattformen, bieten die ja auch schon an. Ich glaube, bei der zunehmenden Digitalisierung mit all dem, was dazukommt, ist die Qualität des menschlichen Kontakts, die dann dahinter steht und die wir sicherlich auch immer noch liefern müssen, auch in unserer Branche, in der Beratungsbranche, umso wichtiger. Also zu sagen, wenn ich dann tatsächlich einen persönlichen Kontakt habe, möchte ich auch eine hohe Qualität in der Beratung. Ich möchte vielleicht auch eine hohe emotionale Bindung an meinen Partner. Also auch gerade was jetzt den Arzt angeht, ich glaube auch da wird es in der Zukunft sehr, sehr viele Entwicklungen geben. Alles das, was systematisiert werden kann, wird systematisiert. Aber wenn ich dann in den persönlichen Kontakt trete, dann brauche ich auch einen Gegenüber auf einer Wellenlänge. Und da sind wir auf der Augenhöhe wieder, die wir ja vorhin schon beschrieben haben in Ihrem Segment, mit dem dann vernünftig und auf einer guten Basis zusammenzuarbeiten. Vielleicht dazu 2 kurze Bemerkungen. Erstens, absolut, ich bin keiner, der sagt, ach, das Persönliche, das soll weg oder das taugt mir. Ich gebe auch Präsenzseminare persönlich. Wo die Führungskräfte. Ja, genau, das weiß ich. Ich sage nur, die Gewichtung und die Mischung zwischen Präsenz und digital, die scheint mir nicht ganz korrekt ausgewogen. Etwas mehr digital würde vieles helfen. Vor allem in den Gegenden, wo einfach persönlich auch nichts möglich ist, weil da vielleicht keine Arztpraxis gerade ist. Oder generell gesprochen, Sie sagen so das persönlich-menschliche, jetzt frage ich mal ganz direkt. Wir sprechen gerade digital. Genau. Kommt Ihnen das anonym vor oder persönlich-menschlich? Nee, das ist genau der Punkt. Gesprächspartner sind, das kann ich auch so sagen, weil wir haben uns letzte Woche ja schon getroffen. Schon getroffen, aber wir hätten auch das Interview so gehabt, wenn wir uns nicht getroffen hätten. Ja, also von der Stimmung her und so weiter. Und genauso ist es auch wichtig, wie Sie es jetzt gerade beschreiben. Es ist wichtig, es gibt nicht ein Entweder-Oder, sondern es gibt ein Nebeneinander. Und beide Argumente sind richtig. Genau. Ich bin kein Kämpfer für die eine oder andere Seite, sondern ich denke, lassen Sie dann eine ordentliche Mischung finden. Genau. Schönes Schlusswort. Herr Rühl, ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Wir sind am Samstagvormittag, also nur nochmal für alle, die das später sehen, Samstagvormittag. Ganz schönes Wetter hier bei uns in Dortmund und bei Ihnen in Berlin. Bei uns auch. Also schön, dass Sie sich nochmal die Zeit genommen haben. Wir sind am Ende unseres Interviews und möchte mich bei den Zuhörern, Zuschauern bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einige wichtige Informationen geben und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuschauen. Und denken Sie daran, bleiben Sie gesund, aber tun Sie auch was dafür. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Super. Ihnen auch Dankeschön. Tschüss.